Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warships hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder, bei mir ist das Thompson und wir fahren weiterhin die Nürnberg. Hallo. So, mal gucken, ob wir jetzt etwas Schöneres kriegen hier als... Oh ja, das war ein schönes Sechstergefecht. Auch wenn mir nicht zwingend gefällt, dass so viele Schlachter dabei sind, aber muss man auch mal klarkommen, ne? Der hat einen Black Screen. Das ist nicht gut? Ne? Wirklich nicht gut. Da solltest du gegen arbeiten. Ja. Sag mir, was ich tun kann, dann. Ja, das weiß ich doch auch nicht, was mit deinem Rechner wieder nicht stimmt. Critical Error. Okay. Na, dann mach hin, ne? 3 Sekunden hast du noch. 2, 1. Los geht's. Läuft ja schon wieder. Hallo? Ja, hallo. Ich bin noch da. Ich den World of Warships Mauszeiger, aber es eben nicht. Ich weiß es nicht, warum er immer die verbuggte Version von allem hat, aber wirklich von allem. Egal um welches Stück Software es geht, selbst der Virus ist bei ihm verbuggt. Das ist einfach nicht auszuhalten. Critical Error. World of Warships Exit crashed. Ja, dann schieß ab den Scheiß und ja. Mach ein bisschen Lack, du stehst da ein bisschen sinnlos rum. Ein Schlachtschiff steht da auch noch sinnlos neben dir rum und macht nix. Ja. Ich will den Gegner ein bisschen eine Chance geben. Ja, komm. Erzähl das einen, der sich die Hosen mit Kneifzangen anzieht. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich bin eindeutig zu weit vorne. Kann mir nicht passieren. Auf dich andauernd aus meinen Geschossen rauszuwinden mit deinem kleinen französischen Dreckskreuzer. Komm ich denn jetzt hier? Jetzt komme ich auch wieder gegen die Insel. Ach komm, das kannst du doch schon wieder keinen anbieten hier. Drecksmurks von Karte hier. Ja, gegnerischer Zerstörer ist ja auch noch in meiner Nähe. Nürnberg schießt auf mich. Der Franzose schießt auf mich. Mein Teamkamerad, der ist ja mehr oder weniger minder damit beschäftigt, seinen Rechner nicht in den Griff zu haben. Läuft. Ich würde sagen, es läuft richtig gut. Ich zünd ihn nicht an, er zündet mich an. Bin gleich unter Wasser. Der letzte Mist hier. Gib doch mal Gas, du Dreckschiff. Irgendwie aus der Gefahrenzone rauskommst. Erstes Blut, ich weiß jetzt nicht, was ich. Kann ja nur Detonation gewesen sein. Aha, okay, wenn man also den habe ich auch ziemlich aufs Heck geschossen. Ein Torpedo kommt hier noch an die Kulat von ihm. Aber ich habe schon echt viel Life verloren für eine scheiß Aktion. Ich weiß noch nicht, warum ich auf die Taste T gekommen bin. Ich hab bloß im Griff mit deiner Kiste von Rechner, dass du da nicht jedes Mal bei 4 von 3 Versuchen der Meinung bist, du müsstest erstmal irgendwie einen Crash kriegen. Ich versuch's. Ja, aber ich kann nichts mehr machen, ne? Also ich bin quasi raus aus dem Gefecht. Ja. So, Nürnberg ist wieder so ein Camper hinter der Insel. New Mexico steht in der Wolke. Super.
Ah, da kommen schon die Torpedos. Aber mein Motor ist kaputt. Nicht mein Lieblingsschiff. Davor. Ach, das artet doch alles schon wieder in einem Krampf aus, anstatt ein Kampf. War, dass ich die Fuße nicht mehr sehe, da ist er. Oh, der ist schön Feuer drauf gemacht. Fuso anstecken. Das ist aber auch viele Schiffe von unseren hier gerade auf den Eiern. Was das hier hagelt? Meine Herren, das sieht ja echt nicht mehr feierlich aus für uns hier.
Feuer angezündet. Schön, New Mexico. Brenn aus, du Sauhund. Mist, hat er ausgemacht, das Feuer. Der hat mir auch noch recht kurz hier, ne? Ein Gegner hat einen Gegner abgefackelt. Hab ich auch noch nie gesehen. Ja, ein Gegner abgefackelt, das ist ja auch gut. In New Mexico Diffuso, glaube ich, ist gestanden. Okay. Aber Diffuso wird bei mir noch. Nee, was ist denn das? Ein Kreuzer wird hier noch irgendwo angezeigt, den irgendwann erlebt. In meiner Nähe. Hier sind unsere Punktgelöde drin. Soll ich da jetzt ehrlich mal hinterherfahren? Dass ich mich gar nicht erschießen lassen. Wir erstmal uns unseren Punkt hier raushalten müssen. Sag doch was. Du bist doch dafür da, als Co-Pilot, dass du auch was sagen darfst. Ja. Meinst du, das wird nicht dein Lieblingsschiff? Bis jetzt nicht so. Naja. Wir müssen nur 25.000 Grund-EPs mit deutschen Kreuzern erfahren. Was kriegen wir dann? Weiß ich nicht, muss nochmal nachgucken nachher. Kann ich dir jetzt erstmal so nicht beantworten, die Frage. Eine lustige Fahne. Ne, könnten noch mehrere lustige. Oh, hinter mir ist der Kreuzer irgendwo. Wo ist er? Direkt hinter mir, scheiße, schieß auf mich. Mäh. Ah, das ist doch ganz schönes Manöver hier. Nee. Nicht Kreuzer. So schön lange da versteckt, weißt du? Das ist ein bisschen Antwortfeuer. Jetzt muss ich aber eigentlich im Schatten der Insel noch langsamer sein, dass der mich nicht kriegt. Auf Money steckt, sehr gut. Hier hinter die Insel kommen. Nürnberg ist weit hier noch weg. Die Wasper ist unter Wasser. Was auch immer da für ein Schiff noch rumschwimmt, wird mich sicherlich versinken gleich. Ich kann nur versuchen, noch so viel Unheil anzurichten. Nein, die 89 APs werden jetzt wohl nicht mehr halten, oder? Nein. Ach, schade. Aber es ging nochmal 39 Treffer nieder auf ihr. 42. Also. Getroffen habe ich richtig gut in der Runde jetzt hier. Und das tickert noch ein bisschen das Feuer. An der New York. Das war ein harter Kampf. Also der hat da so richtig bescheiden angefangen eigentlich. Noch tickert das Feuer. Wäre ja schön, aber er repariert gegen, ne? Ja, er repariert schneller, als dass es wegbrennt. Wenn noch einer von uns den jetzt auch mal unter Wasser bringen würde. Weil auf unseren Teamkiller da hinten, weiß ich nicht, was der so treibt. Müssen wir hingucken. Lass uns mal hinfliegen zu ihm. Dann der Fuso, die in vollen Flammen steht. Na, gucken, ob er den New Mexico noch wegkriegt. Mit einer guten Salbe könnte er es schaffen. Lasst uns sich zwei Schlachtschiffe gegenseitig mit HE. Sieht nicht gut aus für uns.
Wird leider kein Sieg, wird's eigentlich, würde ich behaupten. Ja. So eine Mexiko haben sich gegenseitig eliminiert. Bei Nürnberg zum Gegnerteam, naja. New York, die hätte schon schön unter Wasser sein können, aber. Hat wohl nicht geklappt. Ben Red Fuso. Also ich habe knapp 65.000 Schaden gemacht. Leider nicht. Ja, ich weiß ja nicht, wer meint, dass er diese aussichtslose Situation noch zu einem Sieg verwandeln kann, aber also versuchen kann er es durchaus, ne? Wenn er richtig nah rankommt an die Nürnberg, die hier schnell wegfrühstückt, dann kann er auch noch die New York versenken. Aber dafür muss er die Nürnberg ziemlich schnell wegkriegen. Ohne dass er viel Schaden nimmt, weil leider sind seine Türme in der falschen Richtung. Oh, das war schon nicht schön. Ja, komm, die anderen, also. Torpedos brauchst du doch auf der. Tja. Ja, da kam er von New York angeflogen. Das war das Ende von ihm. Ja, was will man sagen? Eine Niederlage. Eine Niederlage, in der wir mehr Geld verdienen als in dem Sieg vorher. Da wir uns anscheinend ein bisschen besser angestellt haben. Wir haben 146 Zieltreffer, einen versenkt, für ein Feuer gesetzt. 1233 IP in der Niederlage. Ich finde es nicht schlecht. Wir haben Aufgabe Nummer 7 erfüllt in dem Missionsstrang 8. Erstes Blut einmal kriegen. Da kriegen wir auch noch eine schöne Belohnung wahrscheinlich. In der Teamwertung sind wir an Platz 2. Ja, kann man mal so sagen. Ja. Gar nicht so schlecht. Gut. Das war leider eine Niederlage in World of Warships hier auf Steel Games Studio. Mein Name ist Master Schröder. Mit mir zusammengefahren ist der Thompson. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Auf Wiedersehen. Tschüss.